Mit dem Fasten gedenken Muslime des Empfangs des Koran, den Allah im Monat Ramadan geschickt haben soll. Das Fasten ist eine Vorgabe von Allah an alle Muslime. Und so sind die Regeln. Zwischen Sonnenauf- und Untergang dürfen gläubige Muslime nichts essen, trinken, kauen oder rauchen, keinen Sex haben und sich nicht küssen. Die Gläubigen sollen außerdem ihren Konsum und ihr Leben reflektieren, Notleidender gedenken und spenden. Ramadan heißt der 9. Monat des islamischen Kalenders. Der ist 11 oder 12 Tage kürzer als unser gregorianischer. Damit schiebt sich der Ramadan jedes Jahr etwa 11 Tage nach vorn. Das Ende des Ramadan feiern Muslime mit dem dreitägigen Zuckerfest.